Servus und hallo zu dieser Episode. Felix testet Bikes, wieder eine Episode Pack Talk mit Andreas. Vielen Dank, Andreas, ja, dass du wieder dabei bist. Felix, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen jetzt über Übersetzungen und das ist ein Thema, was immer wieder kommt, beim Gravelbike relativ leicht zu durchschauen ist. Ja. Aber für mich irgendwie auch in den letzten Monaten, wo ich jetzt immer mehr Rennrad gefahren bin, doch etwas war, was sich als sehr wichtig herausgestellt hat. Als kleine Anekdote, ich war in Gran Canaria beim Rennradfahren und habe da das erste Mal beim Fahren in diesen Serpentinen gemerkt, was für ein Unterschied zwischen Superkompakt und Kompaktkurbeln besteht. Mhm. Und das eine war leichter zu fahren und das andere nicht. Und ich weiß nicht mehr genau, welches war. Und genau deswegen machen wir jetzt dieses Video. Wir machen einen Vergleich von verschiedenen Begriffen und schauen uns aber auch nochmal andere Kenngrößen an, die wichtig sind, um auch für euch herausfinden zu können, welche Übersetzung, welche Abstufung zu euch passt. Lange Anmoderation, Andreas, wie starten wir rein? Welche Begrifflichkeiten willst du uns zuerst erklären? Was ist ganz wichtig zu verstehen? Ja, so machen wir es, Felix. Also schön, dass du da bist, heute hier aus unserem Montageraum. Das letzte Mal waren wir in unserem Schulungsraum. Auch hallo in die Runde. Genau, Felix, du hast aber eigentlich noch eine Größe ausgelassen, die Standardgröße. Also es gibt Kompakt und Superkompakt, gehen wir gleich drauf ein, und es gibt die Standardgröße. Und die Unterscheidung ist tatsächlich in der Größe der Kettenblätter, sprich in der Anzahl der Zähnezahl. Ah. Und alles ging los, vielleicht hat es daher auch den Namen Standard, weil das eben früher der Standard war, mit der Standardabstufung, und die ist sogar 3953. Und wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs feststellen, dass diese Zähnezahl immer weniger geworden ist im Laufe der Zeit, und gucken auch mal ein bisschen in die Zukunft und schauen uns da mal die Trends an. Kompakt ist sozusagen noch mal etwas kleiner wie Standard. Das heißt, die Zähnezahl ist eben statt 3953 ist 34:50. Das sind also 6 Zähne Unterschied. 16 Zähne Unterschied, 34:50, und in der Vergangenheit 39:53 waren es nur 14 Zähne. Ah, okay. Also man hat es gemacht, um auch da die Bandbreite ein bisschen zu vergrößern, und superkompakt ist sozusagen noch kompakter, infolgedessen sind die Zähne vorne noch weniger geworden. Das heißt, da sind es nochmal sowohl beim größten als auch beim kleinsten Kettenblatt nochmal um 2 Zähne weniger. 2 Zähne weniger bedeutet dann entsprechend 32:48. Die Bandbreite, sprich auch die Abstufung dazwischen, bleibt fast identisch, also absolut gesehen bleibt es identisch, nämlich 16 Zähne. Mhm. Aber eine Bandbreite setzt sich ja zusammen aus der Verhältnismäßigkeit der Unterschiede zwischen den vorderen Kettenblättern in Kombination mit den hinteren Ritzeln. Ja, das wollte ich gerade fragen, was ist denn da hinten dann los? Ja, gibt es auch superkompakt oder wie wird das dann? Na, hinten haben wir tatsächlich viele Optionen, je nach Fahrstil. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass die Kassetten hinten jetzt mittlerweile 12 Gänge haben alle, also 12 Ritzel haben. Ja. Und die 12 Ritzel sind fast linear, also in der Übersetzung fast linear, versucht man es abzubilden. Ah. Und das kleinste Ritzel ist in der Regel ein 10er Ritzel und geht dann hoch bis 32 oder 34. Bei Gravel, was wir uns dann auch anschauen werden, natürlich nochmal um einiges mehr. Beim Gravel muss es auch mehr sein, weil die Gravel Gruppen in der Regel vorne keine 2 Kettenblätter haben, sondern eben nur ein Kettenblatt. Ein paar ja schon. Ein paar schon noch, also so die GRX beispielsweise, aber ist ja auch kein Geheimnis, dass jetzt bald die neue GRX rauskommt. Und da ist die gibt es nicht mehr zweifach, oder was? Die wird es wahrscheinlich schon noch zweifach geben, aber der Fokus ist da ganz klar auch auf die einfach gefallen. Ja. Und die Zweifachgruppen sind tatsächlich dann eher den rein rassigen Rennradgruppen vorenthalten, wie der Ultegra, der 105er oder eben dann auch Dura-Ace, analog Camper eben Chorus Rekord, Super Rekord. Obwohl es ja da eigentlich auch lustig ist beim Graveln, so Rennfahrer nutzen ja auch oft die Rennradgruppen, weil die halt irgendwie eine feinere Gangabstufung haben. Richtig.
Das ist eben möglich grundsätzlich bei Zweifach. Bei Einfach ist dann der Fokus mehr auf die Bandbreite. Mhm. Die Bandbreite wird immer in Prozent im Übrigen angegeben. Und das ist sozusagen die Veränderung vom kleinsten Ritzel zum größten Ritzel. Ganz einfaches Beispiel zum Rechnen: Wenn das kleinste Ritzel ein 10er ist, das größte Ritzel ein 50er ist, das macht beispielsweise SRAM mit der Mallet-Kassette hin oder mit der Mallet-Abstufung, dann geht es von 10 auf 50. Das heißt, der Faktor 5 ist dazwischen, zwischen dem kleinsten und dem größten Ritzel. 500%. Und dann spricht man sozusagen, genau, Faktor 5, 100% mal 5, 500%. Sehr gut, genau, Felix. Die Eke hat weniger, oder? Die Eke hat ein bisschen weniger. Also wir haben sie in der Vergangenheit immer verwendet, also jetzt hat auch noch 942, das sind 470% circa. 9 sogar, das ist ja weniger als jetzt SRAM zum Beispiel in der Mallet-Version oder halt auch die Rennradkassetten, hast du gesagt, richtig, da geht es in der Regel richtig, bei 11 los. Richtig. Das ist schwierig, so eine 9er Ritzel zu basteln? Also das ist ja grundsätzlich die Frage der Sinnhaftigkeit von kleineren Ritzeln. Kleinere Ritzel führen ja automatisch dazu, dass sozusagen weniger Kettenglieder im Eingriff sind, dass sozusagen sowohl die Ritzel, aber eben auch die Kette dann entsprechend stärker belastet werden, damit auch schneller verschleißen. Verschleißen tun im Übrigen eher die Außenlaschen der Kette, nicht der Innenteil der Kette. Und man macht es eben einerseits, um Gewicht zu sparen, man macht es aber eben auch, um eine maximal große Bandbreite eben herzubekommen, weil eben vorne de facto in den Gravel-Gruppen nur noch einfach zum Einsatz kommt. Mhm. Ich selber, ich gebe dir vollkommen recht, mag auch beim Gravel noch das Zweifach vorne, nicht nur eben, weil die Schaltung fein abgestuft sein kann, weil wir eben nicht so eine riesen Kassette brauchen, um die Bandbreite zu generieren, sondern eben auch, weil die Bandbreite als Ganzes größer ist und einfach das Schaltverhalten einfach näher am Rennrad dran ist, was ich halt auch gewohnt bin. Also wie gesagt, einfach geht auch, aber zweifach ist halt auch eine Gewöhnungssache. Jetzt haben wir hier vor uns zwei Rennräder mit einer ziemlich tollen Campagnolo-Schaltung, einmal mit einer Super Record, einmal mit einer Chorus. Ja. Jetzt habe ich mir gerade im Hinterkopf gedacht, Super Record wäre super einfach, wenn das die super kompakte Version quasi wäre. Ist es so einfach, dass man das sagen kann? Oder gibt es da auch wieder drei Abstufungen mit Standard, super kompakt und Es kompakt? Gibt tatsächlich Abstufungen bei der Super Record auch. Wir schauen uns auch gleich mal die neue Super Record noch an. Es könnte alles so einfach sein, wenn man das könnte alles so einfach sein. Standard hätte. So wie unsere Kunden, die könnten auch so einfach sein, wenn sie alles selber wollen würden. Mit der Dreigang-Zack-Schaltung. Genau, aber leider ist da eben, hat der Markt da ja auf unsere Kundenbedürfnisse reagiert und deswegen gibt es die Kurbeln ja in unterschiedlichen Abstufungen. Was aber ganz klar ist, wenn wir uns dann gleich die neue Super-Record-Kurbel angucken, die alten Standardgrößen, 39, 53 gibt es nicht mehr. Der Trend geht also tatsächlich in kleinere Kettenblätter, weiterhin in kleinere Kettenblätter. Und die Super Record ist sozusagen die Rekord, der Rekordgruppe eins oben aufgesetzt. Also das Super hat da jetzt nichts zu tun mit Super Kompakt. Was kostet die nochmal, die Super Record? Das ist ja EPS. Das ist die EPS, 4000 irgendwo die Gruppe, ja. Ja, da lachst du, gell, Felix? Ja. Das ist absurd, da kriegst du zwei Gravel-Bikes. Ja, unter Umständen. Vielleicht sogar drei. Ja, Wahnsinn. Nee, aber die fährt sich gut, die habe ich ja auch gerade an einem Testrad von dir dran. Es ist schon cool. Also auch die, wir sprechen jetzt da nicht drüber in dem Video über elektronische versus mechanische Schaltungen, aber das ist schon eine sehr, 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 sehr gute Schaltgruppe. Definitiv. Wäre auch hart, wenn es für den Preis eine schlechte wäre. Ja. Aber jetzt nochmal, die Frage war absolut berechtigt. Wie ist die abgestuft? Wie ist die Chorus beispielsweise abgestuft? Ja. Und die Super Record ist ja vom Einsatzbereich her wirklich eine auf Race, auf Wettkampf, auf Performance orientierte Gruppe. Von daher ist es tatsächlich so, dass es ein Super Kompakt bei der jetzigen noch nicht gab. Ich sage bewusst gab. Das heißt, 34,50 war die kleinste Abstufung. Es war halt einfach Profi-Abstufung, in Anführungsstrichen Profi-Abstufung. Und auch hinten die Kassette gab's da nur von 11 bis 32. Ah. Das heißt, man hatte nicht einmal eine 1:1 Übersetzung im kleinsten Gang, nämlich 34 zu 32 irgendwas 1, also es ist nochmal schwerer als Standard, oder?
Ja, also der kleinste Gang ist noch nicht einmal sozusagen in der Abstufung 1:1 abgestuft. Ja. In der Standardkurbel, da wäre es sogar noch mal wesentlich schwerer, weil da hätte man 39:32, da wäre man schon bei einer Übersetzung im kleinsten Gang von 1,3. Ah, okay. Das bedeutet, dass bei einer Kurbelumdrehung sich das Hinterrad 1,3 mal dreht. Ja, das bedeutet das. So, und der größte Gang entsprechend ist sozusagen, wir rechnen es jetzt auch wieder einfach, von 50:10, was jetzt hier nicht der Fall ist, 50:11, aber 50:10 wäre dann eine Übersetzung von 5:1. 5:1, richtig. Und das würde bedeuten, dass sich das Hinterrad fünfmal dreht, muss, damit sich vorne einmal dreht. Während du vorne einmal die Kurbel drehst. Ah, ja? Das ist wichtig. Ja, das okay, verstehe ich, ja. So. Und jetzt, wenn wir jetzt das noch mal ein bisschen ein Stück weit weitergehen und in Geschwindigkeiten übersetzen, der Abrollumfang von so einem Hinterrad ist ein bisschen über 2 Meter, 2,0 irgendwas. Lassen wir einfach mal. 2 Meter, ja, zum Rechnen. Oder 1,80, glaube ich, beim Rennrad. Genau, gibt ja so Tabellen, wenn man früher mal den Tacho eingestellt hat. Ich glaube, beim Rennrad sind es, machen wir jetzt einfach mal 2 Meter über den Daumen geschossen. Ja. Beim Rennrad gehen hier auch mittlerweile der neue Pro One von Schwalbe. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nee. Hat jetzt einen 38er. Doch, den fahre ich gerade an deinem Rad, ja. Ja, da hast du noch einen 34er drauf. Ach so. Genau, ja. Der neue, der jetzt rauskommt, es gibt sogar eine 38er-Version. Ah, okay. Also du siehst, die 2 Meter, wenn sie jetzt nicht sind, also auf alle Fälle hätten wir die mit dem 38er. Jetzt auch. Mit 40er sogar. Ehrlich, Rennradreifen. Ja, ja, wow. Ja. Ja, da siehst du mal, wie wichtig dieses Thema Allroad immer mehr wird. Oder schnelle Gravelbikes. Oder schnelle Gravelbikes, ja. Und jetzt nochmal transferiert auf das Thema Geschwindigkeit. Was bedeutet das, dass du quasi in einer Kurbelumdrehung das Hinterrad 5 Meter dreht, 10 Meter fährt. So, und je nach Trittfrequenz, wenn du jetzt beim Rennrad eine klassische Trittfrequenz rund von 90 hast pro Minute, dann kannst du dir ausrechnen, 90 pro Minute, dann 900. Machst du das mal 60, dann weißt du sozusagen, wie viel Meter du zurücklegst in einer Stunde bei 10 Meter Umdrehung und dann kommst du irgendwo, glaube ich, auf 54.000 Meter geteilt durch 1000. 54 Kilometer. 54 km/h. Das 54 heißt, bei einer 90er Trittfrequenz würdest du dann ungefähr 54 fahren und wie gesagt, trittst ja dann zum Teil wesentlich schneller und kommst dann damit locker auch auf Geschwindigkeiten dann 90 bis 100 km/h. Deswegen habe ich mir da im Berg auch ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Bergauf. Ja, bergauf. Oder bergab. Nee, bergauf. Bergab ging dann schon. Ja. Da hilft auch der Freilaufsound. Wenn man, ja. Aber gut. Aber, und daran siehst du auch so ein bisschen. 54 km/h kann man da, also ja. Dritten. Mhm. Und hätte es, jetzt auch wieder hätte, ja. Konjunktiv gesprochen, hätte es wieder eine 1:1 Übersetzung, dann wäre. 20 km/h, oder? Bei einer 1:1 Übersetzung. Genau, geteilt durch 5, 10 km/h sogar nur. 10 km/h? Ja, ein bisschen über 10 km/h. Okay, ja. Bei einer 90er Trittfrequenz. Aber was ich sagen möchte, dann wäre die Bandbreite auch wieder ca. 500%. Also 1:1 im kleinsten, 5:1 im größten, dann wären es 500%. Ist es jetzt hier nicht ganz, weil wir nicht 1:1 haben und auch nicht 50:10, sondern 50:11 haben. Mhm. Ja. Ist das Schaltungsthema jetzt im Rennradbereich schon ganz, ganz wichtig, aber wie ist es denn, wenn man jetzt auch mal ganz viele Gänge haben muss, wo man sehr viel langsamer fahren muss? Da kann man ja dann auch sagen, dass zum Beispiel 3 sehr kleine Gänge sehr wichtig sind. Mhm. Dann bräuchte man vielleicht 3 Gänge für mittlere Geschwindigkeit und dann bräuchte man nochmal 3 Gänge für höhere Geschwindigkeit. Ja. Sind dann die Kassetten dort im Mountainbike-Bereich anders abgestuft? Nee, das funktioniert nicht, weil sonst die Sprünge dazwischen zu groß sind, also zu unterschiedlich werden. Und also diese Gangsprünge müssen linear verlaufen? Idealerweise, damit du schon in deinem Tretrhythmus bleibst und nicht aus dem Rhythmus kommst. Und das wäre der Fall, wenn die Sprünge zu krass wären. Ja. Und das ist ja so ein bisschen das Thema eigentlich bei der SRAM Mullet Kassette, die 500% hat, weil die Sprünge einfach zu groß sind. Und für ein MTB ist es, und die kommt ja, diese Kassette kommt ja, aus dem MTB-Bereich. Jetzt sogar 52 Zähne. Ja, die neuen haben 52, ja. Sehr gut, Felix. Also die sind sogar noch größer geworden. Da ist es aber nicht so relevant, weil du beim MTB, die MTBler werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber nicht so einen runden Tritt fährst. Das liegt in der Natur der Sache, weil halt der Untergrund halt mal rauer ist, du mal durchtrittst, mal steiler, mal wieder bergab fährst. Dieses rhythmusbetonte Fahren ist natürlich beim Rennen und beim Gravel wesentlich stärker ausgeprägt.
Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum diese Räder auch wesentlich harmonischer im Schaltungsverlauf sind. Sein müssen. Lass uns noch mal ganz kurz, wir machen es gleich, Felix, noch mal die Allroad-Variante angucken. Ja, Und zwar, weil hier genau das umgesetzt wurde, was du nämlich gesagt hast, gerade eben, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, sozusagen mehrere feine, abgestufte, kleinere Gänge zu haben. Mhm. Also man muss sich tatsächlich überlegen, welchen Tod man sterben möchte, ja, wie immer im Leben, aber einen muss man sterben und dann jeder sucht sich halt dann den angenehmsten aus. Also bei mir wäre es, dass ich auf die schwereren Gänge eher verzichten wollen würde. Das wäre eigentlich ein ganz klares Argument für superkompakt. Warum? Ja. Weil du hast vorne sozusagen 32 zu 48 und hast hinten 11 zu 34. Was heißt das? Dir fehlt natürlich der große Gang, weil du hast dann nur noch 48 zu 11. Wir können gleich mal rechnen, was das eben ausmacht bei der entsprechenden Trittfrequenz. Und hast aber vorne dafür 32 zu 34, das heißt, du bist untersetzt. Mhm. Also du trittst sozusagen, das Rad dreht sich langsamer wie die Kurbelumdrehung. Ja. Du bist untersetzt. Und hast sozusagen einen untersetzten Gang, hast dann eigentlich einen ausgeglichenen Gang, den du dann hier im ersten Gang immer noch nicht hast, bei der Super Record. Und erst der dritte Gang entspricht dann dem hier des ersten Gangs. Das finde ich total angenehm, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich nicht auf Profiniveau fahren kann momentan oder nie. Es hängt, Felix, tatsächlich auch vom, also es hat gar nichts mit Profisein zu tun, es hängt tatsächlich auch vom Einsatzbereich ab. Okay, ja. Und es ist ja tatsächlich so, die Super-Record-Kassette, deswegen haben wir es hier auch beim Aeros Hoch 2 drauf, ist ja auch ein sehr schnelles Rad, ja, auch eher für die Ebene ausgelegt. Und für die Ebene brauchst du natürlich feinere Abstufungen, gar nicht so sehr den kleinsten kleinen Gang, sondern eine große Linearität über die gesamte Bandbreite und natürlich möglichst einigermaßen möglichst großen Gang noch. Wohingegen das hier, das Atmos Hoch 2 tatsächlich eher in Richtung Allroad und Bergrad geht. Ja. Und weil es in diese Richtung eben geht, weniger Fokus auf Aerodynamik, dafür auf Leichtbau, deswegen Bergrad. Und eben aber auch die Option hat, breitere Reifen zu nehmen, Allroad-Charakter auch erfüllen soll, dann die Superkompakt-Variante, wo du dann sowohl mit 32 zu 34 sehr gut den Berg hochkommst und eben aber auch im Allroad-Bereich leichten Schotter definitiv mit 48 zu 11 nie das Gefühl haben wirst, da fehlen dir Gänge. Ja. Andererseits kann man natürlich sagen, wenn man mit diesem Rad den Berg hochfährt, muss man auch mit dem Rad wieder runterfahren. Dann hätte ich gerne einen möglichst großen Gang. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es eh sinnvoller, gerade beim Bergabfahren, eine aerodynamische Position einzunehmen, als zu treten. Also das Treten ist ja nur noch zum Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn du dir Tour de France angeschaut hast, die sind ja dann auch kaum noch im Treten, sondern konzentrieren sich nur noch auf die aerodynamische Körperhaltung. Und Technik mittlerweile. Und auch Technik, Fahrtechnik, Abfahrtechnik, absolut. Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, jetzt, weil du vorhin gemeint hast, Super Record ist quasi die Chorus auf Steroiden. Apropos Tour de France. Was ist jetzt an der Chorus schlechter als an der Super Record? Ja, eigentlich, also für uns alle fehle ich nichts. Ja, das ist dieselbe Frage, ist die 105er wirklich schlechter wie die Dura Ace? Aber war das früher vielleicht ein größeres Thema? Definitiv bei Shimano zwischen der 105er und der Dura Ace. Also die 105er war damals halt wirklich eine Einstiegsgruppe, aber die neue, gerade die DI2, steht ja der Dura Ace, außer dass sie ein Ticken schwerer ist und nicht ganz so fein verarbeitet ist, technisch kaum nach, weil die Elektronik darin dieselbe ist. Jetzt hier in dem Fall haben wir hier noch eine, und das ist das Schöne, wie ich finde, bei der Chorus eine mechanische 12-fach. Ja. Bei Shimano kommt der Ultegra und 105er mechanisch 12-fach. Kommt ja alles noch. Ja, ja, klar, wenn elektronisch ist es schon da, deswegen ist es klar, dass es dann eine Frage der Zeit ist, bis das dann auch kommt. Aber das ist ja das Schöne an der Chorus, dass es die schon längst in der 12-fach mechanisch Variante gibt. Und steht sie nach, also Elektronik versus mechanisch ist eine philosophische Frage. Ich glaube, die brauchen wir heute nicht diskutieren, weil sonst stehen wir morgen noch da. Aber sie steht der tatsächlich nicht in viel nach. Es sind beides Carbonkurbeln. Die Super Record ist natürlich leichter, hat dann natürlich auch hier Carbon-Schaltbremshebel. Das hatte die Record auch schon. Dann ist es natürlich auch so, dass dann bei der Super Record eine Titanwelle in der Kurbel ist. Hier ist eine Stahlwelle drin.
Das Schaltwerk hat Keramiklager, es hat Titanbolzen, hier sind auch Stahlbolzen drin und wird dadurch ein bisschen leichter oder schwerer. Aber Shimano macht diese Differenzierung sehr ähnlich. Aber de facto reicht uns das, wenn man das so ein bisschen... Ja. Wie viele Schaltvorgänge kann ich mit dem Daumenschalter hier bei der Chorus machen, bei der mechanischen? Da gehen... Sind es drei? Ja, es sind sogar 1, 2, 3, 4 sind es. Sind's. Bei der Chorus, bei der EK sind es ja nur einer. Genau, richtig. Bei der EK ist es tatsächlich so, bei der EK kannst du in die eine Richtung mehrere machen. Also runter geht also runter, aber also runter bedeutet Kette runter, im größeren Gang geht tatsächlich immer nur ein Gang. Ja. Aber in die andere Richtung gehen mehrere Gänge. Ich hätte es auch lieber so, wenn dieses Multishifting in beide Richtungen gehen würde. Das ist für mich so ein bisschen ein Manko von der EK. Andererseits, man genießt halt den Sound öfters von dem Daumenschalter. Der ja, ist schon sehr, sehr prägnant bei der EK. Ja, der ist schon sehr definiert. Ja. Und das sind 13 Gänge, die EK. Ja. So, und dann geht jetzt natürlich die nächste Grundsatzfrage los. Ich glaube, das ist das, was du gerade ansprechen wolltest. Braucht man einfach oder braucht man zweifach? Auch hier wieder die Tour de France. Da gab es ja, weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist, den einen oder anderen Fahrer, der auch nur noch ein Kettenblatt vorne hat. Da kann man natürlich schon provokativ die Frage stellen, geht das Rennradbereich auch in diesen Einfachbereich? Ich denke, da laufen immer wieder Experimente, sei es mit Mischung, Classified und ein Kettenblatt oder tatsächlich nur ein Kettenblatt. Aber ich denke, im Rennradbereich ist zweifach für mich definitiv gesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob es bei der Tour de France jetzt Classified war, aber der Hintergrund war, dass man halt die Gefahr eines Kettenabwurfs vorne nicht hat. Ja. Und das gilt aber dann halt einfach, oder das kann man nicht bei jeder Etappe wahrscheinlich machen, sondern nur bei den Etappen, wo es halt jetzt nicht richtig krassen Berg hoch geht. Ja, ja. Also wellig, sehr stark wellig ist und der Umwerfer sehr häufig zum Einsatz kommt. Ja. Genau, so ist es. Aber interessante Tendenz, dass man halt jetzt eben vorne die Kettenblätter eben verändert. Ja, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die neue Super-Rekord-Kurbel an. Ja. Genau. Ich traue mich fast gar nicht, sie anzufassen. Ja, sie ist heilig. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber die haben auch das Logo verändert. Ja, ein bisschen. Da wiegt der Karton wahrscheinlich mehr als die Kurbel. Ja, definitiv. Tatsächlich, ja, krass. Ja, es lebe die grüne Industrie, die Fahrradindustrie, wo nichts verpackt wird, wo kein Müll anfällt. Boah, es ist schon geil, sowas in der Hand zu haben. Dieses geil gefertigt, das sieht einfach so aus, als hätte sich da jemand extrem viele Gedanken gemacht. Was ist das hier für ein Material? Was ist das Goldene? Das sind die Steighilfen. Das ist natürlich nicht aus Aluminium, sondern des Verschleißes wegen entsprechend eben aus Edelstahl. Das Diamant. Ja. Ist das das mit dem Powermeter? Da kommt er dann auch hin, wenn es eine Powermeter-Variante ist. Die ist jetzt ohne Powermeter. Die mit Powermeter kommt erst im Oktober. Und die neue Super Record ist dann quasi der Nachfolger von der, die jetzt an dem Rad dran ist. Ja, richtig. Also sie hat halt ein anderes Logo. Der Stern schaut identisch aus. Also da muss man jetzt halt einfach schon die coolen Dorf lassen. Das, was sich ja primär geändert hat, das war natürlich das ganze Thema Wireless an der Kurbel. Sehe ich jetzt da weniger Veränderungen. Aber auch, weil es keinen Änderungsbedarf gab. Die war vorhin schon absolut souverän. Also wieso was Funktionierendes ändern? Yeah. Change your running system. Aber wenn du jetzt wählen müsstest als Profi zwischen einer Campagnolo Super Record EPS, einer SRAM Red E-Tab Access und oder halt eine Dura Ace Steel 2? Würde ich die neue nehmen. Ja? Ja, genau. Aber vor allem vor einem Hintergrund, nämlich genau das Thema, weshalb wir heute hier zusammengekommen sind. Lies mal hier. 29 bis 45. 29, 45. Also man sieht ganz klar, die Kurbeln werden auch im High-End-Profi-Bereich kleiner. SRAM hatte damit auch schon angefangen, die Abstufungen kleiner zu machen. Und warum ist es so? Man kann natürlich dann auch Ketten, also hinten Ritzel fahren, die eben feiner abgestuft sind, weil sie müssen nicht mehr so hoch hinausgehen, um einen möglichst kleinen Gang zu erreichen. Und die Kassette, die hier in der Regel zum Einsatz kommt, ist eben eine 1129er. Und damit hast du hier 29 zu 29 eine 1:1 Abstufung, die vorher in dem Maße gar nicht erforderlich ist. Und die Super Record ist natürlich nicht für den Gravel-Bereich konzipiert worden, das ist eine Road-Gruppe. Aber mit einer 1:1 Abstufung, finde ich, kommt man auch im Gravel-Bereich schon
weit. Relativ weit. Ja. Und eine 1:1 Abstufung hätte dir sozusagen auf Gran Canaria, glaube ich, auch ganz gut getan in dem Moment, weil man denkt, das sind ja nur zwei Zähne Differenz. Ja. Aber diese zwei Zähne ist halt der berühmte Rettungsanker. Und wenn man den hat, ist man froh drum. Und da sind zwei Zähne auf einmal sehr, sehr viel. Ja. Spannend. Ich hole mal schnell die passende Kassette noch dazu, Felix. Eine Sekunde. Ist die jetzt auch teurer geworden? Ja, die ganze Gruppe ist jetzt noch mal teurer geworden. Und das liegt natürlich an der Wireless. Aber die fertigen die auch in Rumänien, oder? In Romania, ja. Hauptstadt von Italien. Ach so. Nein, Spaß beiseite. Nein, also, ah, nee, aber die wird schon bei denen in Italien gemacht. In Vicenza. Ja. Mhm. Okay. Aber sonst, ECA wird in Rumänien auch gemacht, oder? Ich glaube auch in Italien, aber ich weiß es nicht genau. Aber wie gesagt, Made in Romania ist ja in der Hauptstadt. In Rom. Ja. Also du siehst hier die Abstufung, genau, 10,29, 10,27, 10,25. Und du hast halt hier kleinere Bandbreiten, also in Summe 290%, 10:29. Aber durch die Kombination vorne hast du ungefähr dieselbe Bandbreite, aber eben mit dem Vorzug, dass du auch eine 1:1 Abstufung fahren kannst mit einer Profigruppe. Spannend. Ja, aber wie sieht jetzt die aus? Die da hat sich jetzt tatsächlich gar nicht so viel geändert. Ach, die wird dann gar nicht wie bei der ECA aus einem Guss. Nein, also gefräst. Das sind schon die ersten aus einem Teil. Dann hast du hier auch den Abschlussring, den Dreierring, wie du das kennst, auch von der ECA. Da ist es halt ein Viererring. Warum macht aber man das selbes nicht? Prinzip. Also warum macht man das bei der ECA und bei der jetzt nicht? Ich denke, dass man dann einfach Ritzel, die verschleißen, einzeln auch austauschen kann. Ja, stimmt. Aber ist dir vielleicht, apropos Verschleiß, noch eine andere Sache aufgefallen? Naja, wenn das alles kleiner wird, dann wird natürlich, oder was sagst du? Also, früher hatten die Kurbeln alle gerade Zahlen. 34. Ja, aber die Standardkurbel hatte doch was Ungerades. Die hatte auch was Ungerades, ja. Und jetzt bei den neuen geht der Trend tatsächlich immer mehr hin zu ungeraden Zahlen. Das ist jetzt natürlich auch eine bisschen, ich weiß es auch nicht, Marketing, philosophische Frage. Also zum Teil ist der Gedanke dahinter, dass der Verschleiß oder dass sich das positiv auf den Verschleiß auswirken soll, weil dann nicht immer dieselben Kettenabschnitte in denselben Ritzeln eingreifen, wenn du ungerade hast. Aber das ist natürlich so, wenn du hinten auch ungerade hast, dann hast du ungerade, dann ist wieder gerade. Und die Kette ist ja immer wie, gerade oder ungerade? Gerade. Die ist natürlich immer gerade, weil du brauchst ja immer Außenglied, Innenglied, Männlein, Weiblein, also muss immer gerade sein, sonst wirst du schwer zukriegen. Also mit anderen Worten, hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Ich verstehe es noch nicht so ganz, die Logik dahinter, aber es geht tatsächlich darum, dass eben die Häufigkeit, dass die Kette an derselben Partition im Eingriff ist, sei es bei Ritzel oder Kettenblatt, sich häufiger durchwechselt. Und gilt das dann auch für alle anderen Standards? Also diese Standards sind ja auch herstellerübergreifend. Gilt, also so eine Superkompakt gibt es bei Shimano, gibt es bei SRAM, gibt es bei Campagnolo. Ja, genau. Also die Abstufungen sind alle eigentlich identisch. Wie hat sich das, also das ist ja total schwierig, einen Standard durchzusetzen. Ja, in der Fahrradindustrie sowieso. Also da gibt es nur einen Standard, dass da nichts Standard ist. Ich denke einfach, weil die Profifahrer ja zum Teil auch die Teams wechseln, damit die Gruppen wechseln und das... So einfach die Erklärung. Ich denke schon. Ja, das könnte man ja auch andere übertragen auch. Die Abstufung eben nicht, weil die Abstufung halt sehr viel Gewöhnungssache ist. Ja, okay. Ja. Also meine Empfehlung für den Gravel-Bereich wäre tatsächlich eher dem Trend zu folgen, dem aktuellen Trend und auf einfach zu gehen, also sprich eben... Wir können uns das gleich mal anschauen beim Rad, eben vorne ein 38er und ein 40er Kettenblatt und hinten dann ein, je nachdem wie die Abstufung ist, irgendwas zwischen 10 und 44 oder 9,42 nehmen. Und alles, was eben darüber hinausgeht, da werden halt dann die Sprünge fast ein bisschen zu groß fürs MTB, wie gesagt, unbedenklich fürs Gravel. Wäre es jetzt für mich gewöhnungsbedürftig. Du hast mal beim letzten Mal, ich glaube, das haben wir nicht gefilmt, aber da hast du was gesagt, warum du gerade kein Classified einbaust. Das fand ich ziemlich interessant. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, dass die Bandbreiten eh schon so groß werden und dass wir immer mehr Ritzel werden. Ja.
dass es auf lange Sicht wahrscheinlich gar nicht so nötig sein wird, jetzt schon auf Classified zu setzen oder jetzt noch auf Classified zu setzen und sich das eher bei den L-Fachgruppen oder L-Fach absolut richtig, Felix, genau. Da würde das auf alle Fälle seine Existenzberechtigung haben. Für den einen oder anderen auch jetzt bei einer 12-Fach-Gruppe, aber zum Beispiel eine GRX 11-Fach mit einer Classified könnte durchaus Sinn machen. Ja. Ich bin es mal an einem Ridley Cancer Fast gefahren mit einer SRAM Red E-Tap Access, also mit 12 hinten. Und wie war es für dich? Sehr, sehr geil. Also hat echt Spaß gemacht. Aber es war, glaube ich, einfach auch fürs Gravel ein bisschen zu viel. Also, ich bin jetzt auch kein Rennfahrer. Ja. Aber es ist schon nochmal eine schöne technische Neuerung, die halt alles nochmal viel komplizierter und vor allem teurer macht. Aber wollen wir noch zum Thema Mountainbike was sagen? Ja, genau. Und da würde eigentlich tatsächlich eine Classified für mich vom Einsatzbereich schon fast wieder mehr Sinn machen. Ja. Und zwar werde ich dir das gleich zeigen. Gibt es gar nicht? Ich kenne es tatsächlich. Ich kenne es tatsächlich auch nur im Zusammenhang mit Gravel. Ja. Im MTB ist es mir noch nicht aufgefallen. Und ein bisschen Road auch jetzt mittlerweile. Und auch ein bisschen Road, ja. Wir legen das einfach mal hier ab. Genau. Wir können ja mal schnell Folgendes machen, Felix. Hier liegen jetzt 4.000 Euro. Nicht ganz. Also jetzt haben wir hier ein Mountainbike und ein wunderschönes Gravelbike. Und auch bei dem Mountainbike fällt halt sofort auf, wenn wir jetzt gerade das ganze Thema Kassette und Übersetzung angeschaut haben, ist einfach eine wahnsinnig große Kassette. Ja. Also diese SRAM-Kassette mit 52 Zähnen. Aber vorne halt auch dieses kleine Kettenblatt. Ja, also gerade wenn du dir das Verhältnis Kettenblatt vorne zu Ritzel hinten anschaust, da siehst du mal, wie krass der Unterschied ist, auch im Verhältnis zu der Bremsscheibe hinten. Die Kassette überdeckt die Bremsscheibe. Ich habe hier noch eine XTR-Kassette, ist nochmal um einiges kleiner, Entschuldigung, eine XTR-Kurbel. Und gerade auch wenn du die XTR-Kurbel hinten dranhältst im Verhältnis zu der Größe des hinteren Ritzelpaketes, wie groß das ist. Das ist so groß, dass es sozusagen auch die Bremsscheibe um fast das 1,5-fache im Radius überschreitet. Ja. Und da siehst du schon diesen Einsatz und die Bandbreite, die fürs MTB benötigt wird. Und das ist natürlich die Extremausprägung, was wir uns dann hier gleich am Gravelrad angucken. Ja. Und hier ist es natürlich deswegen so, Felix, wir haben vorne ein sehr, sehr kleines Kettenblatt, in der Regel 30 oder 32, versus 38 oder 40 beim Gravel. Und das liegt natürlich daran, dass wir hier einen wesentlich größeren Abrollumfang haben. Wir haben vorhin ja schon mal kurz über den Abrollumfang gesprochen. Ja. Das sind hier irgendwo beim 225er Reifen 2,2 irgendwas oder 2,3 vielleicht sogar, also 2,3 Meter. Und entsprechend kleiner muss dann natürlich pro Umdrehung natürlich auch die Abstufung sein, um sozusagen das größere Laufrad im Vergleich zum Gravel zu kompensieren. Deswegen nicht wundern, dass das Kettenblatt da so klein ist im Vergleich zum Gravelrad. Mhm. Das muss beim MTB so klein sein, sonst würdest du einfach einen Berg nicht hochkommen, weil dann eben nicht nur die Abstufung eine Rolle spielt, sondern eben auch für die Geschwindigkeit der Abrollumfang. Und der ist eben hier um einiges größer. Aber interessant ist auch eben, wie man hinten sieht, dass am Anfang die Linearität gegeben ist und dann hinten raus immer mehr verlassen wird, weil eigentlich das die einzige Möglichkeit ist, eine große Bandbreite zu bekommen. Und hier in diesen kleinen Gängen, die dann schon sehr geländebärlastig sind, wo ohnehin kaum ein runder Tritt vernünftig gefahren werden kann, da spielt es dann keine so große Rolle mehr. Und man sieht ja hier auch im wahrsten Sinne, wie groß das kleinste Ritzel ist, wie groß der kleinste Gang ist. Und hier bekommt sozusagen der Name Rettungsanker ja auch ein visuelles Bild. Also mit dem kommt man dann tatsächlich überall hoch. Und warum heißt es jetzt beim Gravelbike, wenn man die gleiche Kassette fährt, Mallet und beim Mountainbike ist es das? Ja, Standard? Das ist halt eine Mischung von zwei Standards. Mallet kommt ja eigentlich aus dem Laufradbereich. Ja. Das heißt hinten 650B oder 650B plus, vorne 29er. Aber 650B heißt ja beim Mountainbike auch nicht 650B, sondern ganz normal 27, ja, oder 28. 27,5 plus sozusagen. Ja. Genau, aber das ist eine Mischung von zwei Standards. Und Mallet ist es bei der Kassette auch, weil hier auch eine Mischung aus einer Rennrad-Schalt-Bremshebeleinheit in Kombination mit einem MTB-Schaltwerk und eine MTB-Kassette kommt. Und das MTB-Schaltwerk braucht man eben wegen der Kapazität, kommt dann nicht mit einer Rennradkassette weiter. Und dadurch, dass das bei SRAM E-Funk gesteuert ist, lässt sich da auch
und das ist ja da dieses Praktikable bei SRAM, hinten Mountainbike-Abstufungen mit Rennrad-Schaltbremshebeln kombinieren. Und das bedeutet Mallet. Aber es hat sich ja auch schon nicht, also man geht da ja auch schon wieder ein Stück weit weg. Es gibt ja auch bei SRAM die neuen XPLR-Kassetten. Ja, ja, ja. Die sind sozusagen der goldene Mittelweg, weil das dann eben für ein Gravel unter Umständen schon ein bisschen extrem ist. So, Andreas, so. Dann haben wir das Thema Mountainbike an diesem wunderschönen brasilianischen Rennstall abgearbeitet. Zypriotischen. Gleiche Flagge auch noch. Ja, genau. Nein, die zypriotische Flagge hat kein Gelb, aber wie gesagt, ist in Anlehnung an Sonne und... Das ist echt mega schön. Ich bin, bin echt neidisch. Freut mich. Wunderschön immer gelöst hier, der orangene Sticker an der Elka. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Rad bekomme mit einer Elka und mir dann denke... Im orangen Sticker, ja, genau. Wer hat das verbrochen? Den darf aber jeder runter machen. Den darf jeder runter machen. Ja. Ich habe manchmal ein bisschen Berührungsängste, wenn ich ein Rad habe, wo das neu und drauf ist, denke ich mir immer. Ja, weil Camper sehr heilig ist, musst du wissen. Ja, aber dann machen die, der Sticker klebt auch so krass gut. Den muss man dann immer so wegfieseln. Ja, genau. Ja, so ein bisschen mit der Folie. Aber es geht schon. Aber Campagnolo Eka, einfach eine der ausgefeiltesten Gravel-Schaltgruppen. Also was ich wirklich mag an der ist eben, dass es eine sehr große Bandbreite hat, mechanisch geschaltet. Ja. Wie gesagt, die GRX ist ja jetzt noch elffach, noch kurze Zeit elffach, aber mechanisch. Und dann, wie gesagt, dann will ich nicht leer drauf eingehen. Aber, Das wird alles Coratec für dich. Ja, wirklich, haben sie schon alles gezeigt. Ja, die zeigen doch auf ihrem Eurobike-Stand, oder haben auf ihrem Eurobike-Stand doch diesen Riesenfell gebracht, dass die, also wenn das Video rauskommt, hat wahrscheinlich auch Shimano endlich ihre Schaltgruppe vorgestellt. Aber okay, davor haben sie ein paar aber sei es drum. Das, was an der Eka so für mich so toll ist, dass es mechanisch geschalten ist und so eine große Bandbreite hat in Kombination mit so vielen Gängen und damit so einer feinen Abstufung. Ja. Und hier haben wir jetzt eine Kassette drauf, eine 13-fach von 9 auf 42. Das macht eben ungefähr eine Bandbreite eben von 470% aus, aber auch hier geht der Trend eher tatsächlich 1044, noch kleine Gänge, zu Lasten dann der Bandbreite, weil die ist dann eben nur noch 440%, eben von 10 auf 44 und eben vorne auch der Trend weg von den ursprünglichen 40er Kettenblättern zu den 38er Kettenblättern. Ja. Aber kleiner wie 38 wird es nicht gehen und es könnte sein, dass jetzt im Gravel-Bereich sich sozusagen als unterstes Niveau der Abstufung für kleine Gänge sich so eben 38 zu 44 etablieren wird. Ja. 42 gibt es auch noch, glaube ich, gell, als Kugel. Ja, gibt es auch noch, richtig. Und damit siehst du eigentlich, gut, Campagnolo ist ja eher so Performance-Rennrad-lastig, von daher die 42er erachte ich schon zu groß. Aber ja, 38 oder 40. Aber wie gesagt, dann hast du halt wieder das Thema mit einer 38er Kurbel, dass dir vielleicht das Gravelrad zu wenig Druck im größten Gang dann bietet, unabhängig jetzt von der Marke. Ja, ja. Und das ist wieder etwas, was dann in dem Moment wieder vielleicht für zweifach sprechen würde und wo dann vielleicht auch wieder für den einen oder anderen die Classified-Nabe Sinn machen könnte. Eka mit Classified wäre schon ziemlich verrückt. So, und jetzt, wenn du hier mal die Kurbel neben die Eka hältst, das sind 38 Zähne zu 32, dann sieht man erst, wie viel 6 Zähne ausmachen. Ja. Also man denkt, das sind ja nur 6 Zähne, aber wenn du dir das mal anguckst, sozusagen den Unterschied im Radius, dann ist das absolut enorm. Und das sieht auch ein bisschen komisch aus. Also das wäre für den Bereich, wie gesagt, also ich maximal wieder, übers Ziel hinausgeschossen. Ich nehme das wieder zurück von vorhin, dass ich gesagt habe, ich fand das eigentlich ganz cool, aber nicht. Wird dir hinten raus der Druck fehlen. Ja, das auch. Also in den großen Gängen. So, und was hier eben sehr, sehr schön sichtbar ist, ist eben diese feine Abstufung, zumindest in den ersten 6-7 Gängen. Mhm. Und dann kommen erst die größeren Sprünge zustande. Und diese größeren Sprünge... ja, wie gesagt, ich meine, sie stören dann hier fast gar nicht mehr so sehr, weil es eh ein Bereich ist, wo man diesen rhythmischen Tritt gar nicht mehr so fokussiert fährt, sondern da geht es tatsächlich primär darum, eben leichte Gänge zu erwischen, auch unter Inkaufnahme größerer Sprünge. Ja. Schaltet sehr gut. Und sie ist wahnsinnig laut. Das ist die lauteste mechanische Schaltung, glaube ich, die es gibt. Ja, weil sie halt sehr prägnant einrastet.
Ich glaube, die Zugspannung ist einfach sehr viel höher. Ist auch sehr viel höher. Du siehst es hier auch an dem Schaltwerk. Ja. Da ist so eine hohe Spannung drauf, dass du das Schaltwerk hinten aushängen musst. Du siehst, es bleibt dann hängen, ja. Weil du sonst das Hinterrad gar nicht rauskriegst, weil die Spannung so hoch ist. Ja. Dann hast du hier so einen Knopf. Ziehst ein bisschen zurück, drückst einen Knopf und dann springt es wieder nach vorne. Also da ist schon eine enorme Spannung drauf. Shadow Plus. Ja, richtig. Und daran siehst du ja auch schon so ein bisschen die Verwandtschaft vom Gravel rüber zum MTB. Ja. Cool. Eigentlich könnten wir mal ein Video machen, Felix. Ist ein Hardtail das neue Gravel? Ja. Weil da ja schon auch ein sehr enger Schulterschluss vor allem das neue. Ja, genau. Das wäre eigentlich ein geiler Videotitel, weil das wird ziemlich viele Leute provozieren. Zum Abschluss, Felix, eine Sache zeige ich dir nochmal schnell. Noch eine. Eine letzte kurze Sache, ja. Auch im Zusammenhang mit Übersetzungen. Okay? Okay. Wir nehmen das Rad mal ganz kurz runter. Ja, da fehlt jetzt die Sattelstütze, aber das soll jetzt, glaube ich, nicht so weiter stören. Genau, was hält dir jetzt hier auf? Ja, wir haben doch schon mal ein Video gemacht über Getriebeschaltungen. Über Getriebeschaltung, ja. Rolo versus Pinion. Und da hatten wir, glaube ich, dann auch, oder du hast ja dann auch vorgerechnet, wie groß die Bandbreite gerade bei der Rolo ist. Und die war noch größer als bei Pinion. Und schlag mich tot, ich glaube, bei Rolof war sie bei 600 irgendwas Prozent. Oder bei Pinion. Bei Pinion war sie bei 526 Prozent. Nee, bei Rolof. Felix, aber schön, dass du die Zahlen gemerkt hast, weil ich komme eher immer mit den Zahlen durcheinander. Richtig, bei Rolof waren es 526 Prozent zu 600 oder bei der P18 sogar noch mehr Prozente bei der Pinion. Aber was ich hier einfach nur mal schnell eindrucksvoll zeigen möchte, ist, wie klein das Ritzel hinten ist und wie groß es vorne ist. Ja. Und trotzdem, nicht nur aufgrund der großen Bandbreite, die hier übrigens linear ist, also immer mit 13,5% mal 14 Gänge, kommt dann eben die 6,26 raus, Prozent in Bandbreite, also sozusagen der Unterschied in der Abstufung zwischen größten und kleinsten Gang, sondern dass man die Rohloff sowohl sehr schnell auslegen kann, wie eben hier für so ein Gravel, entsprechend durch ein größeres Kettenblatt. Beim MTB würde man das ein bisschen kleiner machen. Aber eben mit dem gleichen Ritzel dann? Ja, hinten durchaus gerne mit dem gleichen Ritzel. Ja. Aber das Rad wäre dann immer noch sozusagen tourentauglich. Mhm. Und jetzt würde ich mal ganz schnell hier auf den ersten Gang schalten. Muss ich nur mal schnell schauen, ob ich schon im ersten drin bin. Ja, das ist ja abgefahren, dass du mit den Chorus-Schalthebeln die Rohloff schalten kannst. Muss ich mal ganz schnell schauen, ob der erste, halt mal vorne, genau, der erste Gang ist schon drinnen. Das ist der einzige Nachteil, man sieht es nicht, in welchem Gang man drinnen ist. Ja. Ich hebe jetzt halt einfach mal kurz hoch, so, habe die Kurbel unten, hier ist sozusagen das Ventil und mache eine Umdrehung, schauen, wo das Ventil rauskommt. So, also man sieht, es ist eine Untersetzung. Ja. Das Ventil ist bei einer Umdrehung nicht einmal unten angekommen. Ach, also was ich sagen möchte ist, trotz des kleinen Ritzels hinten und trotz des großen Kettenblatts vorne, hat man auch hier bei einer Rohloff durch eine Abstufung im Getriebe durchaus die Möglichkeit, untersetzt zu sein. Schaut sehr, sehr sportiv aus. Man kennt es eher so von den Single-Speedern, da wäre das ein sehr, sehr großer Gang. Ja. Wäre da eben nicht... Wir haben da nicht die 14 Gänge, die Übersetzung in der Narbe. Wie viele untersetzte Gänge hat man da drin? Ich glaube, 4 oder 5. So viele? Ich schlage mich nicht. Also bei Pinion ist es so, da ist dann bei der P12 der erste Gang, der 1:1 quasi übersetzt ist, der vierte Gang. Und dann sind es hier auch, glaube ich, 4 oder 5 Gänge. Stark. Ja. Du kannst auch schwer beladen, dann relativ einfach, sage ich jetzt mal, steile Berge genau. hochfahren mit einer hohen Kadenz. Wird auf jeden Fall spannend, was da noch die nächsten Jahre kommt. Und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt wieder, Andreas. Das freut mich, Felix. War richtig spannend. Ich weiß jetzt auch, welche kompakte oder superkompakte Kurbel ich beim nächsten Mal an meinem Leihrad auf oder ultra super kompakt, keine Ahnung, wie der Name ist. Oder einfach ein E-Bike, wie normal. Aber meine Empfehlung wäre tatsächlich eher in kleinere Kurbeln vorne zu gehen und beim Gravel einfach und bei Allroad Road unbedingt zweifach zu machen, um das sozusagen in einem Satz zusammenzufassen, was wir jetzt hier schon wieder eine Stunde versucht haben. Kommst du nach 50 Minuten mit so einem kompakten Satz. Vielen Dank, Andreas. Ja, gerne. Danke dir. Felix, auch tschüss in die Runde. Bis bald. Schön, dass du da warst. Bis bald.